Yo Leute, was geht? Willkommen heute zu dem Freitag mit dem Liam, also mir, und dem Thema Trans-Lebenslauf. Und ja, ich wollte euch halt so ein bisschen dazu erzählen. Den Trans-Lebenslauf musste ich schon einige Monate nach meinem Therapiebeginn anfangen, weil es ist halt so, dass Gerichte oder sonstige Institutionen, sag ich mal so, also die Krankenkasse oder so, die verlangen später halt alle so einen Trans-Lebenslauf inzwischen. Und ich glaube, das war vorher gar nicht mal so. Ich kenne halt viele, die haben das auch gar nicht gemacht, aber bei mir war es halt so, dass das verlangt wurde. Und mein Therapeut meinte halt schon ziemlich früh so zu mir, so ja, fang schon mal an zu schreiben. Ich möchte da einige Seiten von dir sehen. Und was das angeht, ist da auch nochmal die Anforderungen von Therapeut zu Therapeut verschieden. Und also mein Therapeut wollte 9 bis 10 Seiten haben, während Freunde von mir nur 1 Seite bis 2 geschrieben haben sollten. So in Stichpunkten, und ich habe das halt komplett ausformuliert, und bei mir wurde das dann so eine Art Mini-Biografie schon. Und ja, also das Seitenverhältnis, wie viel es letztendlich wirklich sein soll, das sagt euch halt euer Therapeut, oder ihr macht dann halt so ein Standardding irgendwie, sag ich mal so, ja, 2 Seiten. Das müsste dann eigentlich auch schon hinkommen. Was kommt da alles rein? Ich hatte es halt so, ich wusste überhaupt nicht, was da reinkommt, und ich habe meinen Therapeut gefragt. Mein Therapeut meinte so, ja, wann ich wohl gemerkt habe, dass ich mich in meinem Körper anfange, unwohl zu fühlen, und oder ich halt bemerkt habe, dass ich trans bin, oder ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber wann man halt so bemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann sollte man seine familiäre Situation, seine eigene Situation darlegen. Dann kommt sowas rein wie, was hat man als Kind gespielt, und ja, hast du nicht gesehen und sowas alles. Und ich glaube, dass ziemlich viel an so Kleinigkeiten, wo man vielleicht nicht so denkt, auf was für eine Toilette man gegangen ist oder keine Ahnung was. Und das war ziemlich schwierig für mich. Und er wollte ja auch entsprechend viel haben, und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was schreibe ich da jetzt alles rein? Und da hat mir das FTM-Portal wahnsinnig weitergeholfen, weil da eine kleine Richtlinie steht. Also das heißt nicht, was da unbedingt rein muss, aber das ist so eine kleine Liste an Stichpunkten, wo man sich entlang hangeln kann. Und die ist da unter dem Wissensspeicher vermerkt. Und die hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Ich packe euch gerne den Link unten in die Beschreibung, und ihr könnt euch das Ganze mal ansehen. Was ich halt habe, ich habe das in ganz normaler Schriftgröße. Ich habe das, viele benutzen entweder ganz normal Word oder, keine Ahnung, so Microsoft Word. Oder ich bin jemand, ich benutze Open Office. Ich habe das als Open Office gemacht mit Schriftgröße, weiß nicht, 14 oder 12. Und dann, ja, keine Ahnung, Überschrift dick, und dann alles einfach so als, was heißt Fließtext, so als, kennt ihr so einen schriftlichen Lebenslauf einfach? So halt in ganzen Sätzen geschrieben, wie bin ich wo aufgewachsen, wann habe ich mit der Therapie begonnen, und so auch, alles kommt damit rein. Was vielleicht noch interessant wäre halt, was aber nicht von Bedeutung ist natürlich, wäre halt die sexuelle Orientierung, kann man mit reinschreiben. Was sexuelle Erfahrung oder so betrifft, oder wie man mit seinem eigenen Körper umgeht, kann man da gut drin beschreiben. Und ja, so, das wäre es auch eigentlich davon zu dem Thema von mir, weil mehr kann ich da letztlich auch nicht zu sagen. Ich kann halt nur sagen, schreibt rein, womit ihr euch dann wohlfühlt, zeigt das eurem Therapeuten vielleicht auch nochmal. Und was ganz wichtig ist, man soll auch, ich sollte ja die familiäre Situation zum Beispiel auch da drin beschreiben, und da hat mir auch mein Therapeut von Anfang an gesagt, ja, nicht, dass man das Gefühl hat, man würde irgendwie, eventuell das Gefühl haben, man wird andere schlecht machen oder so, wenn man über die mit da drin schreibt oder so. Man soll halt einfach das so darlegen, wie man es selber empfunden hat.
Und ohne da irgendwelche Hemmung zu haben, was schriftlich auszudrücken. Und ja, nehmt euch Zeit dafür. Ich habe wirklich einen Monat an meinem Lebenslauf gesessen. Ich habe mich jeden Abend ein paar Minuten habe ich mir Gedanken gemacht, habe mich da hingesetzt und das angefangen zu schreiben. Und ich bin halt chronologisch vorgegangen von Kindheit bis ins jetzige Alter. Und ja, das wäre es dann auch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao.